Moin und herzlich willkommen zur 91. Videoausgabe des Blogs von Wolke P. Heute ist Freitag, der 22. Juli 2011, wobei das 90. Video keiner gesehen hat, weil es sich nicht vollständig hochladen ließ. Fragen Sie mich nicht warum, ich habe ganz lange gestern Nacht noch damit gekämpft. Es war nicht möglich. Kurzes Video. Wir haben hier Gold im Stundenchart. Wir gehen hoch, kommen runter, machen hier eine kleine Kaltformation, rennen wieder hoch, kommen runter und machen dann hier eine neue aufsteigende Trendlinie. Gleichzeitig haben wir, wenn ich mir das letzte Hoch des Aufstiegs anschaue und das letzte Tief der Bewegung nach unten, wenn ich die miteinander verbinde, kriege ich hier zusätzlich noch eine trendunterstützende Linie. Wir hatten dieses gleichschenklige Dreieck, das haben wir heute gegen Mittag gebrochen, sind aber wieder zurückgelaufen und brechen dann das Dreieck nach oben. Wie Sie hier sehen können, gehen wir hier oben raus, schaffen es dann aber nicht, das Hoch bei 16,08 zu nehmen. Das zeige ich Ihnen gleich noch einmal. Das ist der Stundenchart. Wir sind, wie Sie sehen können, hier im Stundenchart unterhalb der gleitenden Durchschnitte, oberhalb der gleitenden Durchschnitte, wieder unterhalb der gleitenden Durchschnitte. Hier gehen wir richtig mit massiver Bewegung nach oben, hängen jetzt auf dieser gebrochenen Trendlinie. Was mir an dem Ausbruch nicht gefällt, zeige ich Ihnen einmal bei GLD. Das ist aber nur ein 15-Minuten-Chart. Wenn wir runtergehen, das war gestern, kommt Volumen in den Markt. Wenn wir hier hochgehen, haben wir wenig Volumen. Jetzt gehen wir wieder runter, da kommt wieder ordentlich Volumen in den Markt. Insofern, was mir noch fehlt, ist, dass eine Bewegung nach oben kommt mit ordentlich Volumen. Dann würde ich sagen, dass der Ausbruch in diesem Stundenchart valide ist. Damit diese High-Base-Formation, die wir hier gebildet haben, und da gefallen mir die Kerzen nicht, die sind in meinem Dafürhalten zu groß, dass wir dann wirklich hier drüber kommen können. Wenn wir es schaffen, einen Tagesschlusskurs oberhalb der 16,03 zu generieren, deutlich drüber zu schließen, und die Kerzen, wie Sie wissen, werden ja hier Montagmorgen mal aktualisiert. Wenn wir hier drüber gehen sollten, dann ist der Ausbruch aus dieser High-Base-Formation, bei der, wie gesagt, in meinem Dafürhalten die Kerzen zu groß sind. Die Kerzen müssten in einer High-Base-Formation eher zum Beispiel so aussehen. Na, wo habe ich denn eine schöne High-Base-Formation? Zum Beispiel hier, wobei das hier eine sehr kurze High-Base-Formation ist. Das Video wird immer länger und ich finde keine High-Base-Formation für Sie. Gut, wie dem auch sei, ich habe jetzt keine High-Base-Formation gefunden. Die Kerzen sind mir ein bisschen zu groß. Wir haben hier eine K- und D-Linie, die oberhalb der 80er-Marke umeinander geschlungen sind. Wir haben ein Momentum, was etwas nach unten zeigt. Insofern wird man abwarten müssen, ob Gold es wirklich schafft, hier per Tagesschlusskurs oberhalb der 16,03 zu gehen oder einen signifikanten Stundenschlusskurs oberhalb der 16,10 zu generieren, dann würde ich sagen, ist der Ausbruch wirklich valide. Das gleiche Phänomen haben wir im Stundenchart bei Silber. Ich zoome einmal raus. Dieses Hoch, da gehen wir drüber. Wir hatten diese aufsteigende Trendlinie, die wir gebrochen haben, und darüber gehen. Wir müssen bei Silber deutlich über 40,90 gehen. Wir haben zwar hier diese absteigende Trendlinie gebrochen, das ist bullisch und wir verteidigen sie auch gerade. Sie sehen hier diese langen unteren Schatten, aber auch hier fehlt mir das Volumen, was diese Bewegung nach oben wirklich deutlich bestätigt. Insofern, wir haben natürlich jetzt hier sehr, sehr viel Unterstützung im Bereich 68, wenn wir runterkommen sollten, wenn diese Linie noch valide ist, die gebrochen worden ist, und die ehemalige trendbegrenzende Linie. Wir haben im Tageschart ebenfalls eine High-Base-Formation. Die untere Begrenzung liegt hier bei 39,05, die obere Begrenzung liegt bei 40,31 per Tagesschlusskurs und per Stundenschlusskurs müssen wir über die 40,90 kommen. Darauf wird es ankommen, wobei die Bullen schon mit dem Ausbruch im Stundenchart aus dem Dreieck schon einiges an Vorarbeit geleistet haben. Wir haben eine bullische Formation in der Stochastik und wir haben ein Momentum, das ganz kleines bisschen nach unten zeigt. Im Moment hängen die Märkte an Widerständen bzw. Unterstützungen fest. Schauen Sie sich zum Beispiel an UUP, das ist der weltweit größte ETF auf den US-Dollar steigend. Wir haben diese aufsteigende Trendlinie, hier Berührung, hier Berührung, hier Berührung, da berühren wir, da kleben wir fest. Wenn der Dollarindex hier unter diese Linie geht, die schon sehr, sehr lange valide ist, und zwar seit April 2011, wenn Sie diese Linie brechen sollten, lassen Sie sich von anderen Linien, die ich gezeichnet hatte, hier nicht irritieren. Wenn die bricht, dann glaube ich, haben die Edelmetalle wirklich Platz, nochmal nach oben zu gehen. Und noch ein Beispiel, das hier ist Palladium im Tageschart. Sie sehen, wir haben hier ein
riesiges, großes, gleichschenkliges Dreieck, was viel Bewegung entweder nach oben oder nach unten verspricht. Hier haben wir noch eine zusätzlich aufsteigende Trendlinie und zum Beispiel Palladium hängt ebenfalls an dieser Linie fest. Schaffen wir es, hier drüber zu gehen oder nicht? Insofern gilt es sowohl für Silber als auch für Gold, nach wie vor geduldig zu sein. Ich hatte Ihnen gesagt, es ist kein Grund, diesen Markt zu shorten. Wir machen eine High-Base-Formation. Wird diese High-Base-Formation bärisch aufgelöst? Das heißt, wir kriegen einen Tagesschlusskurs unterhalb der 39,09. Dann ist diese High-Base-Formation nach unten aufgelöst. Dann gibt es eine Bewegung weiter nach unten. Oder wird die High-Base-Formation nach oben aufgelöst? Dafür brauchen wir einen Tagesschlusskurs oberhalb der 40. Lassen Sie mich genau schauen. 40,34 und zwar valide darüber. In diesem Sinne, naja, doch ein relativ längeres Update intraday. Viel Erfolg für den Handel. Es gibt ein Wochenend-Update, das wird am Sonntag sein, dann auch mit Wochenendcharts. Tut mir leid für das verspätete Update des Videos. Wolke P.